Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute Ultimate General Civil War, Belagerung von Jackson, 11. Juli 1863. General Grants Armee hat die Festungsstadt Vicksburg eingenommen und unsere Verteidigung im Westen bricht immer mehr zusammen. Die Hauptstadt von... ich bin nicht durcheinander. Vicksburg hat mich durcheinander gebracht. So, wurde, aber ich fange den Satz nochmal an. General Grants Armee hat die Festungsstadt Vicksburg eingenommen und unsere Verteidigung im Westen bricht immer mehr zusammen. Jackson, die Hauptstadt von Mississippi, wurde vor einem Monat von General Sherman's Corps geplündert und die Eisenbahnverbindungen wurden zerstört. Obwohl Jackson jetzt strategisch viel unbedeutender ist, handelt es sich dabei um die nächste Verteidigungslinie gegen die Unionsstreitkräfte im Westen. Der Kriegsminister der Konföderation hat den Befehl gegeben, eins ihrer Korps nach Jackson zu schicken, um die Besatzung zu verstärken, bevor sie ihre Brigaden umstellen können. Wird gemeldet, dass Sherman aus östlicher Richtung... aus östlicher Richtung die Stadt vorrückt. Sie müssen schnell die westlichen Befestigung der Stadt besetzen und die Angreifer zurückschlagen. Wenn die Armee der Unionisten besiegen, dann könnten wir genug Zeit gewinnen, um unsere Streitkräfte in Jackson zu versammeln und nach Westen zu marschieren, um Vicksburg, der Text hört so auf. So, das heißt, wir machen eine Verteidigungsschlacht und ich nehme Lee. Wir haben den ersten und zweiten Korps vollständig wieder aufgemotzt. Der erste Korps ist natürlich unser bester. Lees Korps müssen noch so ein bisschen Erfahrung bringen. Korps 3, unser dritter Korps, der hat noch nicht volle Mannstärke. Korps 4 ist ein Ersatzteillager. Das sind einfach nur Reserven und die haben noch nie gekämpft. Und Korps 5 ist Deko und wird hier auch gar nicht aufgezeigt. So, dann starten wir mal. General, Sie haben den Befehl, die Verschanzungen westlich von Jackson zu besetzen und Shermans Vorstoß aufzuhalten. Die Verteidigungsanlagen beginnen im Gebiet, in diesem Gebiet. Und enden hier. Wir haben nicht genug Streitkräfte, um unser gesamtes Befestigungsnetzwerk zu besetzen. Daher müssen wir unsere Verteidigung strategisch planen. Ihre restlichen Brigaden werden bald auf diese Seite aus der Richtung kommen. Okay. Shermans Hauptangriff wird aus dieser Richtung erwartet, aber er wird mit Sicherheit versuchen, uns zum Zingeln erst zahlenmäßig überlegen. Na toll. So, 2000, kriege ich den weg? Kriege ich dafür noch eine Kanone? Geht das? Gut. Ich hätte mich gesagt, dass wir mehr Kanonen brauchen. Das ist eine schöne Verteidigungslinie. Hier ist so unschön. Mittelprächtig. Ich hasse Kurven. Ich bin der Meinung, in diesem Spiel, also wenn ich jetzt hier jemanden hinpacke, der wird wahrscheinlich hier verteidigen und hier und dann kommt einer von hier und dann macht er den platt. Oder er von hier oben oder so. Es ist... Gott. Also was machen wir? Wir machen hier und machen vielleicht hier irgendwie was. Dass die vielleicht hier rüberlaufen können oder so, keine Ahnung, ich bin unsicher. Aber die Linie gefällt mir, das Wasser, da brauchen die länger zum Rüberkommen. Die will ich haben. Kanonen soweit möglich nach vorne. So, dann müssen wir Lucky Lucky machen. Obwohl, er wird uns ja vielleicht... Ah, packe ich. Er wird uns bestimmt umzingeln, hat er ja gesagt. Warte mal. Er wird hier angreifen. Willst du ihn hier zu machen oder hier? Zur Süden. Er wird nicht von hier angreifen.
Nee, hier wahrscheinlich. Oder von hier hinten. Ja. Ich frage mich gerade nur, wohin mit dieser Kanone? Also er wird dann Hauptangriff bestimmt hier irgendwie hier machen. Gerade dieser komische kleine Schniedel hier. Das ist der Nachteil, sehe ich hier. Den wird er angreifen. Darum lasse ich die zweite Kanone hier und darum bleibt auch der Munitionswagen da. Ah, was mache ich mit dieser Kanone? Ich lasse sie hier in der Mitte. Hier, wenn sie hier angreifen, dann kann ich noch ein bisschen hier ranziehen, hier hinschießen. Falls sie doch von unten angreifen, kann er nach unten schießen. Hier teilen wir die Truppen auch ein bisschen auf. Wurde ja gesagt, glaube ich, dass von da, hier, von der Seite erstmal der Hauptangriff kommt. Und dann wird er wahrscheinlich hier irgendwie uns umzingeln wollen oder so. Gucken wir mal. Startbattle, Pausebattle. So, dann machen wir da. Dann machen wir da. Da. So, du dahin, du dahin, dahin, du weiter vor. Ah, du haben wir ein bisschen Salat. Ohne Deckung. Ah, okay, dich packe ich. Weiß ich nicht, was Sinn macht. Ich packe dich erstmal dahin. Du dahin. Dahin. Ich glaube, ich habe hier noch 2000 Mann übrig. Oh, Evasion. Hier, du Nulpe. Gib mal Gas. Ja, gib mal alle Gas da. Du auch. Kanone weiter ran, habe ich ja gesagt, ne? Hier, genau, so schön da ran. Die Kanone ziehen wir hier hin. Munitionswagen in die Mitte. Ja, ich ziehe jetzt mit rein, so. Da haben wir hier 2000 Mann übrig. Da will ich nicht. Komm, du kannst hier mal hinmarschieren. Macht das Sinn? Also die beiden, den Latimer und den Siegfried, die ziehe ich dann zur Not nochmal zurück. So. Ne, du kannst bis hierhin, würde ich sagen. Nicht diese Ecke. Die Ecke finde ich scheiße. Weißt du was? Komm, scheiß der Hund drauf. Ich pack die Kanone hier auch nochmal hin. Sehr nah dahin. Ist mir scheißegal. Schießt die ins Nirvana. Komm, komm. Aber ein bisschen laufen könnt ihr nochmal. Tut mal was. Für euer Vaterland. Oder für euer Mutterland. Die Yankees kommen. Ah, da kommen sie. Wenn sie von da kommen, weißt du was? Ich ziehe sie dahin, die Kanone. Aber bisher ist da nur einer da. Aber er läuft. Lauf nach Hause. Lauf. Feiges Huhn. Dass wir hier keine Verteidigungslinie haben. Ich bin doch am Überlegen, ob ich hier doch diesen weglasse und einfach hier mache. Ich
Guck mal, wie es wird. Zur Not müssen wir uns hier auf diese Linie zurückziehen und machen hier nochmal einen dicht oder so. Kriegen die Munition? Und ein bisschen mehr hier. Jungs, sie sind nicht getarnt. Haut da mit den Kanonen drauf. Wir müssen nur nach Hause, nach Mami laufen. Oh, da kommt ein Christ. Da kommt auch noch Bowman. Achtung, ich muss mal ganz kurz meine Headsets. So. Oh, er läuft nach Hause zu seiner Mama. So, mit vereinten Kräften auf Christ. Die sind ja alle so eng beieinander. Das wird ein reines Fest für die Kanone. Na los! Männer, Feuer! Oh, Bowman. Ey, da killt er Leute von mir. Kleine Ratte, ey. Okay, Ferrero ist doch näher. Und der ist auch in Deckung. Nicht ganz dran. Guck. So, dass wir sie schießen können. Sie haben unseren Schwachpunkt entdeckt. Ja, wo ist der denn? Ah, hinten! Kack die Mutter an, Alter. Kommst du her? Aber sowas von. Da hinten kommen sie angeschissen, sie kleinen Schweinchen. Mehr zieh ich hier erstmal nicht ab. Nee, schieß mal da drauf. Wo ist der hin? Dreckige Kavallerie. Mehr Unionisten rücken vor. Ah, warte, pass auf, da von hinten. Rück mal hier ran. Schnell, schnell, schnell. Wir machen nochmal hier eine Mauer. Ah, die Kanonen haben jetzt auch schon zwei, drei Leute verloren. Bisher ist das nur hier. McKelle. Ach komm, der ist. Kill den General. Nur ein toter General ist ein guter General. Und hier sind auch schon Truppen. Ob die ihn, ihn treffen? Der muss laufen. Ich würde mich hier gern Loomis Wissen zurückziehen. Also er haut auch ab. Guck mal, was wir da gespottet haben. Oh, 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 Verstärkung. Gleich her damit. Wir brauchen hier Leute. Laufen. Kavallerie erstmal nur bis hier. Ich weiß nicht, was da ist. Hier läuft noch alle, ja? Genau. Hier war gerade eine Kanone. Ich will die von hinten erwischen. Die laufen schon. Wunderbar. Geh schon mal hier rüber. Nebenbei immer hier hingucken. Wenn ich sie jetzt zurückziehe, ich hätte es doch hier machen sollen. Ich habe jetzt Angst, wenn ich die jetzt zurückziehe. Wenn ich den laden, ich könnte jetzt. Ah, ich weiß es nicht, aber ich lasse es noch so.
Holt mir diese scheiß Kanonen da. Rüber. So, und wir laufen gleich dahin. Kanone brauchen wir da auch nicht. Brauchen wir hier. Hat er sich zurückgezogen? Oh nein, er hat sich hier zurückgezogen. Sofort. Zieh die Kanonen zurück. Erstmal. Holen wir uns den Supply. Sollten die hinkriegen. Komm. So, warte. Das ist nämlich genau ein bisschen doof. Da jetzt verteidigen, ey. Bevor die Kanone weiterkommt. Los, jetzt schnell von hinten angreifen da. Warte mal, was ist nie passiert. Warum bist du noch da vorne, du Sack? Geh doch mal zurück. So. Und das holla die Waldfee, schnell. So, genau, der kann da drauf rotzen. Und die kommen da noch. Warte mal, können wir die vielleicht? Wir machen erstmal hier unten weiter. Dann kommen wir zurück. So, sie werden aus dem Süden angegriffen. Okay, hat sich wohl erledigt. Ach komm, macht sie Platz. Die läuft gut weg. Jetzt machen jetzt hier die Nahkämpfer unter sich aus. Oh, was da unten steht, das gefällt mir ja gar nicht. Loomis, also bis Verteidigung, okay. Ich hätte gerne hier noch Leute übrig, dass wir die wieder platt machen können. So, von zwei Seiten beballern, das muss doch mal reichen da.
zwei Seiten, dann müsst ihr doch sterben. Hallo, macht ihr mal einen Nahkampf da? Schon heftig los. Ich glaube, die Kanone muss so nah wie möglich runter, ey. Ah, ne. Laufen könnt ihr behalten, aber holt sie euch doch da. Na, hier erstmal in den Wald weiter rein. Ich brauche die zwei Leute hier oben. Was macht ihr hier? Guten Eindruck. Das sollte da, glaube ich, erstmal reichen. Ihr bleibt hier schön in der Nähe. Ich hoffe, dass die mal wenn die angreifen, dass wir die Kanonen frei haben, dass wir da mit der Kavallerie die Kanonen zerstören können. So, du kommst jetzt dahin. Wir müssen doch mal einen Geist aufgeben da. Das ist das Problem. Die kommen dann sonst von hinten oder so. Und ich glaube, ich krieg keine Leute mehr. Die verrecken einfach nicht. Aber wenn ich hier noch ein, zwei Einheiten hätte und schön von der Seite, dann kriegen wir hier einen Schwung weg. Sind sie weg? Ja, komm, lass sie laufen. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Du gehst jetzt auch dahin. Alter, der hat nur noch 1600 ein paar zerquetschte der Hansen. Krass. Oh, Truppen vor uns. Kavallerie. Die holen wir uns. Schweinebacken, ey. Na ja, gut, ich kann mit der Kavallerie nicht mehr viel machen, weil sobald ich angreife, brauchen die sich nur umdrehen und... Aber wenn sie sich umdrehen, können sie schießen, ne? Ich hoffe gerade, wenn die sich umdrehen, dass dann Hansen drauf schießt oder so. Und dass die quasi dann vielleicht flüchten oder so. Zurückfallen. Mehr wollte ich nicht. Zurückfallen! Zurückfallen! Formieren sich um. Ah, die haben auch... Formieren sich deswegen um bei Hansen gerade. Ah, jetzt werden sie flankiert. Das hat mir nichts gebracht. Lee! Lee! Wo bist du, Lee? Wir brauchen dich hier unten. Komm.
hier, du komm mal hier an die Seite. Wird nichts. Hallo, weiter. Oh. Ja, da haben wir natürlich jetzt hier ein paar Leute verloren. Das war eine doofe Aktion. Ich sehe echt nur die Hoffnung, dass wir hier mit ihmchen da jetzt aufräumen. Mit den beiden da oben. Die Zeit geht auch nicht rum, ne? Die Zeit geht echt nicht rum. Und ich habe schon locker 5000, 6000 Mann wieder verloren. Und ich krieg durch die Mission nur 5000. Ja! Oscar ist auch dahin. Wurde verwundet. Munition. Gibt's ja leider keine, ne? Gieriger. Ja, hier auch diese Verteidigung einzunehmen, jetzt wieder diese Position, wäre scheiße, weil dann würden sie mich von der Seite nämlich oder von hinten reinballern. Alles Käse, alles Käse. Alles Käse-Sandwich. Die Infanterie ist dann noch viel zu nah für die Kanonen. So. Na, wartet ab, ihr kleinen Ratten. Oh, oh, nee, die kleinen Ratten greifen an. Ich hasse motivierte kleine Ratten. Ferrero, schieß sie zurück. Wo ist General Lee? Wir brauchen da mal Unterstützung. Ja, die laufen auch schon. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Töte diesen falschen Lee da. Es gibt nur einen Bruce Lee. Oh. Endlich habt ihr es jetzt mal geschafft. Ihr seid daheim. Nachdem ich sie hin und her geschickt habe. Oh, jetzt haben wir auch da die Kavallerie verjagt. Oh, jetzt mit denen da, dann wird's lustig. Oh, die rennt schon zurück. Los, zurückdrängen da, die Scheißviecher. Jetzt müssen wir nur das untere da irgendwie wegkriegen. Wenn ich den jetzt hier wegkriege, dann würde ich die hier abziehen und hier von der Seite kommen lassen. Bleib doch da stehen, wo du bist, Junge.
Griffin läuft jetzt. Siegfried hat jetzt bestimmt auch ein paar Leute verloren, aber... Das geht da gleich an. Vielleicht ein Supply mal nebenbei. So, jetzt kannst du hier mal Musik drauf geben. Mensch, dass die nicht abhauen da. Wo ist denn der Supply von nebenan? Haben wir gerade gesehen. Schöne Geschichte, der läuft. In den Wald. Das sieht eigentlich, den Trupp sieht echt übel aus. Aha. Warte, Mr. Kavallerie. Auch nicht da hinten. Ich habe da eine Kanone gesehen. Die könnte vielleicht sogar einzeln sein. Oder alleine sein. Überhaupt daran da. Einmal außen rum. Didididum. Oh! Ihr könnt's beenden. Schnell, bevor wir noch mehr Leute verlieren. Gefühlt sage ich 10.000, ich denke mal, aber wir haben locker 5.000 verloren. Jawohl, 6.000 sogar. Weiß nicht, was ich da hätte jetzt besser machen können. Ich wusste nicht, von welcher Seite sie angreifen. Also mit dem Hauptangriff da auf der Seite habe ich ja schon richtig geraten gehabt. Aber dass diese Schlängellinien da, diese Verteidigungslinien, ach, ist das ätzend. Wenn da Bögen sind oder so, die werden so leicht beschossen und so leicht rausgeschossen. Da wird zwar angezeigt, sie haben eine Verteidigung oder Deckung von 80, das siehst du aber nicht. Die fallen da zu 100 oder zu 10er Rationen, wenn die da runtergeballert. Weiß ich nicht, das ist so... Da waren sie jetzt hier stabiler, hier so wie die stehen, statt in dieser scheiß Verteidigungswall. Weiß ich nicht. Wenn ihr mal einen besseren Tipp habt, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. So, jetzt haben wir, wie gesagt, 6.000 verloren. Ich glaube 5.000, ach, noch nicht mal. Wir kriegen 4.700, wieder ein reines Minusgeschäft gemacht. 8 Ruf kann ich mir auch nichts von kaufen. Ach, das ärgert mich nur. Aufklärung. Pff, scheiße auf Aufklärung. Ach, komm, machen wir hier. Veteran. Sinken die Preise für neue Waffen. Das kann man eigentlich auch machen, aber ich gebe hier eher Geld für die Veteranen aus. Ja, Gettysburg, gerade diese Schlacht, da haben wir ja ein paar, ja, Verwundete in der Reserve. Und so zerballert sieht er aus. 50, 52, 450, 2,5, 2,7, 3,
Das ist hier löchriger Käse. Auch wieder die Vorgesetzten, dass die wieder gefallen sind. Schade. Wir könnten aber hier nochmal 4000 kriegen, um diesen Verlust quasi an Leuten wieder auszugleichen. Haben aber wieder viel zu wenig Leute, um die mal ins vierte Korb zu stecken. Und erst recht zu wenig Leute, um, ja. Also der hat, der Hazen hier, der Heavy Hazen, der hat einen einfachen Job, glaube ich. Der braucht nur 2500 Versorgung kontrollieren. Und danach haben wir diese schöne Schlacht am 18. September 1863. Da gibt es bis zu 14.000 Mann dazu. Das heißt für mich, ich verliere um die 20.000. Scheiße, ey. Große Schlacht. Was haben wir hier für einen Bonus? Minus 10% Größe der feindlichen Armee. Ja, trotzdem verliere ich 20.000. Na gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Nächstes Mal geht es in diese unaussprechliche Chickamauga-Schlacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.